Zeuge Karl Krauch, Deutschland, Chemiker, 77 Jahre, 138. Verhandlungstag, 19.02.1965. Aussage auf ein Tonband nehme zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. Jawohl. Herr Zeuge, Sie sind Vorsitzender des Aufsichtsrats der IG Farbenindustrie AG gewesen. Jawohl. Und waren Sie auch Generalbevollmächtiger für Sonderfragen der chemischen Erzeugung im Rahmen des Vierjahresplans? Jawohl, ehrenamtlich. Ehrenamtlich. Herr Zeuge, es dreht sich hier um die Fabrikation der IG oder die geplante Fabrikation. Ich weiß im Augenblick nicht, inwieweit damals das Werk ausgebaut worden war, in der Nähe des Konzentrationslagers Auschwitz, und zwar in Monowitz, Buna-Berge. Jawohl. Es wird behauptet von Seiten der Nebenklagen, Sie könnten uns nähere Auskünfte geben darüber, dass auch nach der sogenannten Aufteilung des Konzentrationslagers Auschwitz in verschiedene Läger und nachdem auch die einzelnen Lagerabschnitte besondere Kommandanten bekommen hätten, trotzdem die Kommandantur des Stammlagers in Auschwitz die direkte Befehlsgewalt über alle Häftlinge, insbesondere auch über die Häftlinge, die in dem Buna-Werk beschäftigt gewesen sind. Das stimmt, außerhalb des Werks. Moment, Herr Zeuge, so schnell kann ich das nicht entgegennehmen. Sie sagen, das stimmt außerhalb des Werks. Sie wollten damit zunächst wohl sagen, dass innerhalb des Werks keine Kommandogewalt überhaupt da war. Jawohl. Nicht, das wollten Sie sagen. Jawohl. Aber ich weiß nicht, ob Sie meine Frage richtig verstanden haben. Außerhalb des Werkes wären zwei Möglichkeiten gegeben gewesen, nämlich entweder hätte der Kommandant für das Lager 3 oder für die Nebenlager 3 die Gewalt über die Häftlinge gehabt. Oder aber hätte der Kommandant von dem Lager Auschwitz I die Gewalt über die Häftlinge gehabt. Wissen Sie etwas davon? Zunächst hat es der Kommandant des Lager I, womit ich bezeichne das Konzentrationslager Auschwitz. Ja. Von dort wurden ja die Häftlinge beordert nach der Buna-Fabrik. Ja. Die Buna-Fabrik hat, sobald wie möglich, ein Sonderlager errichtet, um den Häftlingen den Weg zu sparen. Die haben 7 Kilometer zu laufen, hin und zurück, wodurch sehr viele Leute auch krank wurden, und hatten ein umzäuntes Arbeitslager, nannten wir das Monowitz. Außer diesem einen Arbeitslager bestanden noch 20 andere für die Firmen, die außerdem beschäftigt waren. Es waren ja ungefähr, ich glaube, 200 Firmen gleichzeitig beschäftigt, also Montagefirmen, die den Aufbau des Werks zu besorgen hatten. Und eines dieser über 50 Lager war zugewiesen den Häftlingen, die vom Konzentrationslager kamen. Es war umzäunt. Die Aufsicht über dieses Lager hat die SS, die IG hatte in dem Lager nichts zu sagen. Das wollte ich damit betonen. Mhm. Ja, Herr Zeuge, aber nun kommt es ja hier auf Folgendes an. Um Ihnen das zu erklären, muss ich etwas ausholen. Ursprünglich war die Kommandantur von dem Lager Auschwitz I, das wir hier das Stammlager nennen. Jawohl. Zuständig für alle Häftlinge, die im Bereich von Auschwitz überhaupt eingesperrt waren. Jawohl. Im Laufe der Zeit wurden dann die Lager immer vergrößert. Da kam zunächst Birkenau hin, dann kamen noch diese Unterlager, Monowitz und wie sie alle hießen. Und dann
ergab sich offensichtlich die Notwendigkeit, dieser Kommandantur von Auschwitz I weitere Kommandanturen zur Seite zu stellen, nämlich einen in Birkenau, einen in Monowitz und so weiter. Und nun behauptet der Adjutant von dem Stammlager Auschwitz I, er hätte mit all dem, was außerhalb des Stammlagers vorgekommen wäre, nichts zu tun gehabt, sondern das wäre Sache der Kommandanten gewesen, die in Birkenau oder in Monowitz eingesetzt worden seien. Und nun wollen wir von Ihnen wissen, oder Sie sollen angeblich uns etwas darüber sagen können, ob diese Darstellung richtig ist oder ob es in Wirklichkeit so war, dass nach wie vor das Stammlager und die Kommandantur im Stammlager Auschwitz die Oberherrschaft über alle Häftlinge gehabt hat. Meiner Meinung nach, Herr Präsident, hatte das große Lager in Auschwitz die Oberaufsicht über die Sachen. Und auch die Oberaufsicht über dieses sogenannte Arbeitslager Monowitz. Und worauf stützt sich diese Ihre Ansicht? Weil das Werk keinen Zutritt hatte zu dem sogenannten Arbeitslager Monowitz, sondern die wurden dirigiert vom Lager, Hauptlager Auschwitz her. Ja, ich habe das jetzt nicht richtig verstanden, was Sie damit sagen wollen. Sie sagten, das Werk hatte keinen Zutritt zu dem Lager in Monowitz. Jawohl. Das heißt also, wenn die Männer, diese Gefangenen, wieder zurückgebracht wurden in ihre Unterkünfte, hatten Sie nichts mehr darüber zu sagen. Jawohl, das ist das, was ich meine. Das meinten Sie. Und nun haben Sie einen Schritt weiter getan und haben gesagt, sondern über diese Leute hatte nach wie vor die Kommandantur des Stammlagers zu entscheiden. Und das habe ich nicht verstanden, woraus Sie das geschlossen haben. Ja, die Leiter des Lagers Monowitz unterstanden ja, diese SS-Leute, unterstanden ja dem Hauptlager in Auschwitz. Ja, aber für Monowitz war doch eine besondere Kommandantur eingerichtet. Schon recht, aber die Kommandantur unterstand wieder dem Hauptlager in Auschwitz. Und wieso wissen Sie das? Bitte? Und wieso wissen Sie das? Woraus folgern Sie das? Ja, weil wohl die Kommandantur des Lagers Monowitz beordert wurde vom Hauptlager Auschwitz. Und wieso wissen Sie das? Das ist ein Schluss von mir, den ich nicht also irgendwie belegen kann. Und wissen Sie, ob das in Birkenau auch so war? Birkenau kenne ich nicht. Kennen Sie nicht. Also Sie haben jedenfalls die Auffassung, die Sie durch irgendwelche tatsächlichen Dinge nicht belegen können, aber es ist Ihre Meinung, dass die Kommandantur in Auschwitz I im Stammlager auch die vorgesetzte Kommandantur für Monowitz gewesen ist. Jawohl. Das ist Ihre Auffassung. Das ist meine Auffassung. Wissen Sie, ob das auch 1944 so gewesen ist? 1944? Ja. Jawohl. Ja. Auch nach meiner Auffassung. Auch nach Ihrer Auffassung. Nun, Herr Zeuge, nun kommt die nächste für uns wichtige Frage. Es wird behauptet, dass die nicht mehr voll arbeitsfähigen Häftlinge zur Ermordung von den Adjutanten des Kommandanten des Stammlagers Auschwitz, und zwar von den Angeklagten Mulka und Höcker, ausgesondert worden seien. Und zwar aufgrund einer Vereinbarung zwischen der IG Farbenindustrie und der SS. Das hat im Prozess, im Nürnberg-Prozess, an dem ich ja auch angeklagt war, keine Bestätigung gefunden. Ja, also zunächst einmal, um der Reihe nachzugehen. Ist Ihnen der Name Mulka und Höcker ein Begriff? Nur aus den jetzigen Verhandlungen, die hier in Frankfurt sind. Nein, also ich, uns interessiert es ja nur, was es damals gewesen ist. Nicht. Wissen Sie etwas darüber, welche Befugnisse und Amtsgewalten diese Adjutanten überhaupt gehabt haben? Nein. Nein. Wissen Sie etwas darüber, ob und wer Vorschriften erlassen hat über sogenannte Selektionen?
Das heißt Auswahl derjenigen schwachen und kranken Häftlinge, die getötet worden sind. Nur die SS. Ja. Aber wer bei der SS diese Befugnis gehabt hat, wissen Sie das? Das kann ich nicht sagen. Das wissen Sie nicht. Wissen Sie darüber etwas, ob die Adjutanten derartige Befehle oder Anordnungen herausgegeben haben? Nein. Nein. Und nun noch eine Frage. Was soll denn da zwischen der IG und den beiden und den Konzentrationslagerverwaltungen vereinbart worden sein bezüglich der Häftlinge, die nicht mehr voll arbeitsfähig gewesen sind? Ist mir nicht bekannt. Da ist Ihnen gar nichts bekannt. Nein. Mhm. Wissen Sie, wie praktisch verfahren wurde? Also erstens einmal, wie die Häftlinge überhaupt, in welchem Gesundheitszustand sie sich befunden haben, als sie ihnen zugewiesen wurden? Ich war einmal selbst in Auschwitz, ja. Jetzt im Werk Auschwitz, ja. Also dem Buna-Werk Auschwitz. Ja. Und hatte Gelegenheit, durch das Werk zu gehen. Ich bin auch allein durchgegangen, um ein unbefangenes Bild zu bekommen. Ja. Und habe den Eindruck gehabt, dass die Leute ordentlich ernährt waren. Es war nicht viel Unterschied zwischen Fremdarbeitern, also zwischen deutschen Arbeitern und denen. Der allgemeine Ernährungszustand war ja damals etwas reduziert, auch ja. Für uns. Ja. Da habe ich keinen Unterschied gemerkt. Ja. Wenn ich Sie recht verstanden habe, war dieses Lager Monowitz, in dem die Gefangenen von Auschwitz untergebracht waren, nur eins von vielen anderen Lagern. Das war nur, also von Auschwitz selbst, vom Konzentrationslager, wurden meines Wissens nach ungefähr 50 Lager bedient, die anderen Firmen gehören. Ob das jetzt Siemens oder Grob oder Flick war, das kann ich jetzt nicht alles sagen. Ja, und für das Buna-Werk war nur das Monowitzer Lager da? Nur das Monowitzer Lager. Und waren da nur Gefangene von Auschwitz drin? Da waren nur Gefangene von Auschwitz, während den 19 anderen Fremdarbeiter waren. 19 andere Lager waren auch noch da? Jawohl. Auch für das Buna-Werk? Jawohl. Und das waren Fremdarbeiter, das waren also keine inhaftierten Konzentrationslagerhäftlinge? Ganz recht. Und wie war denn nun, also Sie sagten, der Gesundheitszustand sei nicht unterschiedlich gewesen von den anderen. Hatten Sie viel Ausfälle? Oder wissen Sie es das? Es wurden die Leute krank, wie damals in der Zeit die anderen auch. Ja. Die gingen dann in das Krankenhaus, in das Krankenambulanz, vom eigentlichen Lager, also Monowitz. Ja. Und in schwereren Fällen, also wenn einer Blinddarmentzündung hatte oder operiert werden musste, wurde er beordert nach dem Hauptlager in Auschwitz. Ja. Und hatten Sie nun auch Leute, die an Entkräftung krank wurden? Davon ist mir nichts bekannt. Nein. Und wissen Sie, ob eine Vereinbarung bestand, dass diese Häftlinge nur eine gewisse Zeit lang krank sein dürften? Es lag bei der Verhandlung in Nürnberg das Krankenbuch vor, aus dem man sehen konnte, dass die Leute bis zu 240 Tagen einzelne, die das Krankenhaus in Monowitz besucht haben. Also das heißt, dass sie verschiedene Mal dort waren, immer wieder zurückkamen. Auch die, die zum Beispiel nach Auschwitz kamen, Hauptlager, kamen wieder zurück nach dem Lager Monowitz. Denn man hat ja Interesse daran, eingelernte Arbeiter zu erhalten. Zu erhalten. Ja. Ich habe keine Fragen mehr. So. Herr Zeuge, ich habe hier vorliegen eine beglaubigte Fotokopie einer eidesstattlichen Erklärung, die beginnt mit den Worten: Ich, Karl Krauch, wohnhaft in Heidelberg. Wenn Sie sich die einmal ansehen wollten und uns sagen wollten, ob diese Erklärung von Ihnen stammt.
Hochbetrieb? Ja. Also, aber von all diesen 200 Firmen, von denen Sie gesprochen haben? Insgesamt. Ja, danke schön. War das Buna-Werk eigentlich schon in Betrieb? Oder bitte hier, Herr Zeuge. War das Buna-Werk schon in Betrieb? Nein, es kam nicht zum Betrieb. Kam es überhaupt nicht zum Betrieb? Kam überhaupt nicht zum Betrieb. Es war erst in der Einrichtung? Jawohl. Herr Staatsanwalt, keine Frage, Herr Rabe. Herr Dr. Kaul. Herr Zeuge, Sie haben auf die Frage, bitte sprechen Sie ruhig zum Gericht weiter. Ich werde von hier aus so laut sprechen, dass Sie mich verstehen werden. Sie haben dem Herrn Präsidenten auf seine Befragung gesagt, dass Sie Generalbevollmächtigter GB Chem gewesen waren, ehrenamtlich. Haben Sie noch andere Ämter gehabt? Ich widerspreche dieser Frage. Diese Frage hat mit den angeschuldigten Taten hier nichts zu tun. Die Frage hat, ich bitte den Widerspruch zurückzuweisen, für die Qualifikation, genauso wie die erste Frage mit dem zur Person zu tun gehabt hat, hat auch diese Frage für die Qualifikation des Zeugen eine wesentliche Bedeutung und ist insofern notwendig. Also es ist widersprochen. Widersprochen. Wird entschieden. Waren Sie Leiter des Amtes für Wirtschaftsausbau? Ich widerspreche auch dieser Frage. Sie hat nichts mit dem Prozessstoff zu tun. Des Amtes für Wirtschaftsausbau. Für Wirtschaftsaufbau. Ausbau. Ausbau. Weiter, bitte. Wie waren die Weisungsbefugnisse, die Sie im Rahmen dieser Funktion hatten? Ich widerspreche dieser Frage. Hat gar nichts mit dem Prozessstoff zu tun. Der Nebenklägervertreter stellt diese Fragen ja nur, um irgendwie propagandistisch diese Antworten auszunutzen. Sie haben widersprochen. Bitte schön, weiter. Ich bitte, den Widerspruch zurückzuweisen. Ja. Ich werde mich überhaupt nicht mehr weiter mit der Begründung des Antrags auf Zurückweisung befassen. Angesichts dieses. Ja, dann bitte stellen Sie die nächste Frage. Herr Zeuge, Sie haben mehrfach erwähnt, das Verfahren in Nürnberg. Sie waren in diesem Verfahren beteiligt. Sind Sie verurteilt worden? Ich widerspreche dieser Frage. Hat nichts mit diesem Prozess zu tun. Die Frage hat insoweit Erhebliches mit der Person des Zeugen zu tun, weil es abhängt, von Ihrer Beantwortung wird abhängen, ob wir in der Lage sind, den Zeugen zu beeidigen oder ihn unbeeidigt zu lassen. Herr Zeuge, Ihnen wurde die eidesstattliche Versicherung vorgelegt, die Sie unterschrieben haben, die Sie als richtig anerkannt haben. Da heißt es in Ziffer 3, die IG Farben konnten zur Errichtung einer Buna-Fabrik an sich nicht gezwungen werden. Das Reichswirtschaftsministerium trat an Sie mit dem diesbezüglichen Antrag heran. Stimmt das? Ich widerspreche dieser Frage. Hat nichts mit dem Prozessstoff zu tun. Es ist für die Entscheidung dieses Prozesses ohne jede Bedeutung. Also die Frage trat das Reichswirtschaftsministerium an die IG heran zum Zwecke der Errichtung von einer Buna-Fabrik. Ja? Ist das so? War die Frage so gestellt? Ziffer 3, Sie haben Herr Präsident, Sie haben es ja vorliegen. Ja. Die IG Farben konnten zur Errichtung einer Buna-Fabrik an sich nicht gezwungen werden. Das Reichswirtschaftsministerium trat an Sie mit dem diesbezüglichen Antrag heran. Ja. Der Vorstand, bestehend aus den Herren Schmitz, Termian, Ambros, Bütefisch, konnte den Bau beschließen oder ablehnen. Gut. Befindet sich in Ziffer 3, der von Ihnen, dem Zeugen, vorgelegten eidesstattlichen Versicherung, ja, ich weiß es, die als richtig anerkannt hat. Ich weiß es. Ich möchte nur wissen, nachdem nun widersprochen worden ist, wie Sie den Zusammenhang dieser Frage mit dem Prozess gegen diese Angeklagten wegen Mordes bzw. wegen Beihilfe zum Mord herstellen wollen. An sich müsste die Verteidigung mir sogar dankbar sein. Ja, das ist wir sind Ihnen nicht dankbar. Dr. Laternse, ist nicht nötig, dass Sie darauf antworten. Denn es dient der Aufklärung, wie es überhaupt zum Aufbau und zum Ausbau
des Konzentrationslagers Auschwitz gekommen ist und welchen Zwecken dieser Aufbau diente. Ich darf Sie in diesem Zusammenhang, Herr Präsident, darauf aufmerksam machen, dass der Beweisantrag und dementsprechend auch der Beweisbeschluss in seinem ersten Beweisthema folgendermaßen lautet. Ja, ist mir bekannt, Herr Reichsmann, Sie brauchen es nicht vorzulesen. Dass wenn wir die Abhängigkeit des Lagerbetriebes von wirtschaftlichen Interessen und die Lebensbedingungen der Häftlinge im Konzentrationslager Auschwitz. Ja, der erste Satz dieses Beweisthemas bezieht sich, beziehungsweise meine Frage bezieht sich auf den ersten Satz des Beweisthemas. Ja, Herr Rechtsanwalt Dr. Kaul, das Gericht hat zwar diese Zeugen, die Sie da benannt haben, geladen für den heutigen Tag. Ja. Aber nur deshalb, weil Sie in Ziffer 3 und 4 eine Beziehung hergestellt haben zwischen dem Aussagen der Zeugen und dem heutigen Prozess. Indem Sie nämlich gesagt haben, die Zeugen wussten, was Mulka und Höcker angeordnet hat bezüglich der Selektion und bezüglich des Schicksals der Leute, die durch die Selektion ergriffen wurden. Dasselbe hatten Sie ja auch, wenn ich nicht irre, dem Minister Markovic vorgelegt. Und er konnte uns ja auch nichts sagen darüber, genauso wenig wie dieser Zeuge. Das war der Zusammenhang zwischen der Zeugenbenennung und unserem heutigen Prozess. Aber nun fragen Sie ja das, was Sie in Ziffer 1 Ihres Beweisantrags niedergelegt haben und den Zusammenhang zwischen dieser Ziffer 1 und dem heutigen Prozess, der ist mir nicht klar. Herr Präsident, Sie verkennen die Entwicklung dieses zweiten Beweisantrages, der sich aus Ihrer Anregung ergeben hat. Der erste lautete nämlich, die Urkunden zu verlesen und sie zum Gegenstand der Beweisaufnahme zu machen. Als Sie darauf hinwiesen, dass diese Urkunden, weil sie nicht ordnungsgemäß unterzeichnet sind, keinen vollen Beweiswert haben, sind wir dazu übergegangen, die dort in diesen Urkunden genannten Persönlichkeiten zu laden, damit sie uns Auskunft, das ist Ziffer 3 wiederum des Beweisbeschlusses, über diese Urkunden und ihre Echtheit und insofern über ihre Beweiskraft geben sollen. Also ich glaube, wir kommen schneller zu Wege, wenn wir die Fragen weiter stellen. Wir werden uns hier wohl nicht verständigen können. Das Gericht muss eben dann entscheiden. Herr Zeuge, in dieser eidesstattlichen Versicherung unter Ziffer 9, mit der Sie sich besonders befasst haben bezüglich der Aufklärung in Nürnberg, heißt es weiter, Bütefisch, also Sie beanstandeten, wenn ich Sie recht verstanden habe, dass Sie es seinerzeit abgelehnt haben. Ich widerspreche, wenn das eine Frage sein sollte. Ich gehe weiter und halte Ihnen Folgendes vor. Bütefisch zusammen mit Dürrfeld verhandelten dann mit SS-Obergruppenführer Wolf über die Frage des Einsatzes von KZ-Häftlingen im IG Buna-Werk Auschwitz. Bütefisch erklärte mir nach der Besprechung mit SS-Obergruppenführer Wolf, er hätte sich mit ihm auf einer befriedigenden Basis geeinigt. Auf eine Frage, ich halte Ihnen das hier vor, das ist Ihre eigene Erklärung, die Sie, als Ihnen der Herr Präsident die eidesstattliche Versicherung vorlegte, nicht beanstandet haben. Nun halte ich Ihnen vor, auf eine Frage des Herrn Präsidenten, welche Abreden und welche Vereinbarungen denn getroffen wurden und mit wem, erklärten Sie, das wissen Sie nicht. Ich bitte insofern um Aufklärung. Ich widerspreche dieser Frage. Herr Dr. Kaul, was Sie eben vorgelesen haben, wollten Sie aus Ziffer 9... Aus Ziffer 9, Seite 2 oben. Auf Seite 2 oben. Bütefisch legte die Angelegenheit im Vorstand der IG Farben vor. Das meinten Sie, ja? Nein, ich meinte den letzten, also die vierte Zeile von oben geht es weiter. Bütefisch zusammen mit Dürrfeld verhandelten dann mit SS-Obergruppenführer Wolf über die Frage des Einsatzes von KZ-Häftlingen. Ja. Ich bitte um Aufklärung über diese Divergenz. Ihnen hat der Zeuge geantwortet, Herr Präsident, er wisse nichts Näheres von Verhandlungen und er wisse nicht, mit wem verhandelt worden ist. Hier hat er in der eidesstattlichen Versicherung, und zwar an der Stelle, die er nicht beanstandet hat, erklärt, ihm wurden dann Vortrag über diese Verhandlungen, die mit dem jetzt zu lebenslänglich Zuchthaus verurteilten
SS-Oberführer Wolf geführt wurden. Noch nicht, bitteschön. Nicht verurteilten, werde ich eben unterrichtet. Hier sagt er, dass ihm Vortrag gehalten wurde über die Verhandlungen mit dem SS-Obergruppenführer Wolf. Diese Differenz zu der Beantwortung Ihrer Frage wollte ich aufklären. Also, wenn das eine Frage sein sollte, widerspreche ich. Ja, also es ist nun so, Herr Rechtsanwalt Ternser, ich habe den Zeugen vorhin gefragt, ob er etwas wisse von den Bedingungen, unter denen die Häftlinge eingesetzt werden sollten. Und da sagt der Zeuge, das sei nichts bekannt darüber. Und nun wird ihm auf diese Antwort vorgehalten, dass er in seiner eidesstattlichen Versicherung eine andere Meinung vertreten habe. Und im Anschluss an diese Frage müssen wir wohl zulassen, dass hier ihm ein Vorhalt gemacht wird. Ja. Aber wenn Sie Ich widerspreche. Gut, Ziffer 9. Jawohl, bitteschön, weiter. Herr Zeuge, in diesem Zusammenhang halte ich Ihnen ein Dokument vor, das sich in dem Prozess, von dem Sie selbst gesprochen haben, in dem Sie verwickelt waren, in Nürnberg vorgelegt wurden. Dort heißt es, auf meinen Antrag, das ist Ihr Antrag, und auf Weisung des Herrn Reichsmarschalls hat der Reichsführer... Was wird denn jetzt verlesen? Ich widerspreche. Hat der Reichsführer, ich kenne diese Urkunde nicht. Hat der Reichsführer SS... Woraus machen Sie den Vorhalt, Herr? Aus dem Dokument Nr. 11086 des IG Farben-Prozesses, auf den sich der Herr Zeuge selbst mehrfach und wiederholt auch bei der Erläuterung seiner eigenen eidesstattlichen Versicherung bezogen hat. Ich widerspreche diesem Vorhalt. Ich kann der Verhandlung nicht folgen. Und ich lege Wert darauf, folgen zu können. Ja, Rechtsanwalt Dr. Laternzer, er sagt, er macht einen Vorhalt aus einem Dokument, das ihm vorliegt und das er nachher eventuell dem Gericht überreichen wird. Ich weiß nicht, ob das ein Dokument ist. Ja, also dann stellen Sie Ihre Frage direkt, Herr Rechtsanwalt Dr. Korn. Haben Sie den Antrag gestellt, dass erstens die jüdische Bevölkerung in Auschwitz raschestens auszusiedeln ist, die Wohnungen freizumachen sind, um für die Unterbringung der Beamten und Angestellten des Buna-Werkes sicherzustellen ist? Ich widerspreche dieser Frage. Hat nichts mit diesem Prozess zu tun. Zweitens. Also, dass die jüdischen Bewohner von Auschwitz ausgesiedelt werden sollen. Raschestens auszusiedeln sind, die Wohnungen sind freizumachen, für die Unterbringung der Bauarbeiter, Angestellten und Beamten des Buna-Werkes sicherzustellen. Wohnungen freizumachen und für Beamten und Angestellten des Buna-Werks zur Verfügung zu stellen. Haben Sie weiterhin beantragt und ist diesem Antrag stattgegeben worden, dass aus der Gegend von Auschwitz, der Stadt Auschwitz... Was wird denn jetzt verlesen? Keinerlei, eine Frage wird gestellt. Ja. Ja. Keinerlei als Arbeiter oder Bauarbeiter für das Buna-Werk in Frage kommenden Polen ausgewiesen werden dürfen. Ich widerspreche dieser Frage. Ja, also, keinerlei Zusammenhang mit diesem Prozess. Herr Hüllen, schreiben Sie bitte die Frage mit. Haben Sie den Antrag gestellt, dass... Wie geht's weiter? Dass... Und ist dem Antrag stattgegeben worden, dass keinerlei Arbeiter oder Bauarbeiter... Polnische Arbeiter oder Bauarbeiter, die für das Buna-Werk in Frage kommen, ausgewiesen werden dürfen. Polnische Arbeiter oder Bauarbeiter, die für das Buna-Werk in Frage kämen, ausgewiesen werden dürften. Ich habe widersprochen dieser Frage. Ja, Herr Vorsitzender, nun folgendes. Haben Sie weiterhin einen Antrag stellen? Ich möchte beantragen, dem Nebenklägervertreter Dr. Kaul das Fragerecht zu entziehen, weil er es laufend missbraucht. Ich beziehe mich auf die Strafprozessordnung. Und zwar dadurch laufend missbraucht, dass er Fragen stellt, die keinerlei Bedeutung, die Fragen wohl wie darauf zu erwartende Antworten, keinerlei Bedeutung für eine Entscheidung dieses Rechtsstreits haben. Das ist ein Missbrauch des Fragerechts und dem widerspreche ich. Darf ich ein Wort sagen, ja, bitte schön. Herr Präsident? Ich lehne es jetzt und in Zukunft ab, auf die Anträge dieses Herrn auch nur mit irgendeinem Wort zu reagieren. Es steht außer Zweifel, dass von vornherein vorsätzlich versucht wurde, wenn hier von Sabotage die Rede ist, die Befragung des Zeugen durch mich in jeder Weise zu sabotieren
und ich bitte insofern, die Entscheidung des Gerichtes fällen zu wollen. Ja, weil sie rechtswidrig ist. Wir werden deswegen widerspreche ich. Entscheiden. Ich bitte die Ausdrucksweise dieses Herrn, die Herr Dr. Kaul eben gebraucht hat, zurückzuweisen. Herr Rechtsanwalt Dr. Naumann, haben Sie Vollmacht von dem Herrn Dr. Laternzer? Nein, das bedarf ich meine, nicht. Vielleicht hätte ich meine, Herr Dr. Laternzer ist wohl des Gerichts vielleicht schon zurückgewiesen werden müssen. Ja, ja. Schön. Also das Gericht wird beraten über diesen Antrag. Es wird folgender Beschluss verkündet. Der Antrag des Vertreters des Verteidigers Rechtsanwalt Dr. Laternse auf Entziehung des Spracherechts des Vertreters der Nebenklage Rechtsanwalt Dr. Kaul gemäß § 241 Absatz 1 Strafprozessordnung wird zurückgewiesen, da es sich nicht um ein Kreuzverhör im Sinne des § 239 Absatz 1 StPO handelt. Zweitens. Die Fragen des Vertreters der Nebenkläger Rechtsanwalt Dr. Kaul, ob der Zeuge in dem sogenannten Nürnberger Prozess verurteilt worden sei und eventuell warum, wird zugelassen. Drittens. Die Fragen des Vertreters der Nebenkläger Rechtsanwalt Dr. Kaul, wieso der Zeuge erklären könne, ihm sei der Inhalt der Vereinbarung zwischen der SS und der IG Farbenindustrie bezüglich der Beschäftigung der Häftlinge im KZ Auschwitz nicht bekannt gewesen, obwohl er in seiner eidesstattlichen Erklärung vom 13. Februar 1947 aufgeführt sei, dass er nach den Verhandlungen der Zeugen Büdefisch und Dürfeld mit dem SS-Obergruppenführer Wolf die Auffassung erlangt habe, es sei eine für beide Teile befriedigende Basis gefunden worden, wird zurückgewiesen, da der Zeuge diese Frage bereits beantwortet hat. Viertens. Folgende weitere Fragen des Nebenklägervertreters Rechtsanwalt Dr. Kaul werden nicht zugelassen. A. Haben Sie außer dem Amt des Vorsitzenden des Aufsichtsrats der IG Farbenindustrie Aktiengesellschaft und des Generalbevollmächtigten für Sonderfragen der chemischen Erzeugung im Rate des Vierjahresplans noch andere Ämter inne gehabt und eventuell welche? B. Waren Sie im Amt für wirtschaftlichen Ausbau maßgebend beteiligt und welche Weisungsbefugnisse hatten Sie eventuell in diesem Amt? C. Konnte die IG Farbenindustrie, die zur Errichtung einer Buna-Fabrik gezwungen werden, trat das Reichswirtschaftsministerium an die IG Farben mit einem diesbezüglichen Antrag heran und konnte der Vorstand der IG Farbenindustrie den Aufbau eines Buna-Fabrik beschließen oder ablehnen? Die Haben Sie den Antrag gestellt, dass die jüdische Bevölkerung von Auschwitz rasches auszusiedeln und ihre Wohnungen freizumachen seien für Beamte und Angestellte des Buna-Werkes? E. Haben Sie den Antrag gestellt und ist dem Antrag stattgegeben worden, dass polnische Facharbeiter und Bauarbeiter, die für die Buna-Werke in Frage kämen, nicht ausgewiesen werden dürfen, da sie nicht zur Sache gehören? Für die Frage, ob die Angeklagten des Mordes oder der Beihilfe zum Mord im Sinne des Eröffnungsbeschlusses schuldig sind oder nicht, ist die Aufklärung der wirtschaftlichen Beziehungen der IG Farbenindustrie zu der SS-Führung ohne Bedeutung. So, also Herr Zeuge, da wäre noch zu beantworten die Frage, ob Sie in Nürnberg seinerzeit verurteilt worden sind. Ich bin verurteilt worden. Und zwar warum? Wegen Beteiligung an der Beschäftigung von Zwangsarbeitern. Wegen der Beteiligung an der Beschäftigung von Zwangsarbeitern. Noch eine Frage. Jawohl, Herr Präsident, mit Rücksicht auf den Beschluss werde ich hinter jede Frage die für mich gegebene Beweiserheblichkeit begründen. Herr Zeuge, haben Sie den Antrag gestellt, dass der Inspekteur der Konzentrationslager und der Chef des V&W-Hauptamtes angewiesen wurde, an Ort und Stelle in Auschwitz sofort mit dem Bauleiter des Buna-Werkes in Verbindung zu treten und das Bauvorhaben durch die Gefangenen aus dem Konzentrationslager in jeder nur möglichen Umfange zu unterstützen? Ich widerspreche dieser Frage. Ich halte die Frage für beweiserheblich, weil sie für die Glaubwürdigkeit des Zeugen von wesentlicher Bedeutung ist. Es ist natürlich von Bedeutung, ob er selbst die Anweisungen erteilt hat und die Anträge gestellt hat. Ich stelle dann die nächste Frage. Ich widerspreche dieser Frage. Herr Vorsitzender, ich möchte Folgendes beanstanden. Die Frage muss gestellt werden und begründet kann sie erst werden, nachdem Widerspruch eingelegt ist. Denn ja, Sie hatten ja doch schon Widerspruch eingelegt.
Ich hatte aber keine Gelegenheit, ebenfalls Widerspruch einzulegen, ja. Herr Präsident, und zwar als Verteidiger der Angeklagten Mulka und Höcker. Ja, meine Herren, zunächst müssen wir mal die Frage jetzt festhalten, denn so schnell kann sie nicht aufgeschrieben werden. Ich bitte Sie also, Herr Dr. Kaul, diese Frage noch einmal zu stellen, und zwar so langsam, dass sie mitgeschrieben werden kann und Sie schreiben. Ich dachte, dass sie auf Band ist. Nein, 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 nein. Ich muss ihn nachher in der Beratung haben. Also, bitteschön. Haben Sie selbst in Ihrer Eigenschaft als Generalbevollmächtigter für Sonderfragen der chemischen Erzeugung langsam. Ja, weiter. Den Antrag gestellt, ja, dass der Inspekteur der Konzentrationslager und der Chef des V&W-Hauptamtes angewiesen wurde. Und der Chef des? V&W-Haupt, das ist das... das Wirtschaftsleiter in Oranienburg. V&W Hauptamtes. Angewiesen. WVH. WVHA. Wirtschaft- und Verwaltungshauptamts. Ja, bitteschön. Angewiesen wurde, an Ort und Stelle sofort mit dem Bauleiter. An Ort und Stelle sofort mit dem Bauleiter. Des Buna-Werkes in Verbindung zu treten. Des Buna-Werkes in Verbindung zu treten. Und das Bauvorhaben. Und das Bauvorhaben durch die Konzentrationshäftlinge, in jedem nur möglichen Umfange zu unterstützen. Ich halte die Frage für beweiserheblich für die bezüglich der Glaubwürdigkeit, Prüfung der Glaubwürdigkeit. Dieser Frage widerspricht Rechtsanwalt Dr. Laternzo für die Angeklagten. Für die von, ihm vertretenen Angeklagten sowie Dr. Stolding II für die Angeklagten Mulka und Höcker. Ja. Ich möchte noch hinzufügen, dass diese Frage mit der Frage der Glaubwürdigkeit dieses Zeugen aber auch nicht im Entferntesten etwas zu tun hat. Rechtsanwalt Dr. Kaul erklärt, dass die Frage erforderlich sei, um die Glaubwürdigkeit des Zeugen überprüfen zu können. Dr. Laternzer und Dr. Stolding erklären, dass diese Frage mit der Glaubwürdigkeit nichts zu tun hat. Hier darf ich noch eine kurze zusätzliche Begründung anfügen. Alle diese Fragen stellen einen Versuch dar, unserer westdeutschen Industrie einen Tiefschlag zu versetzen. Das ist der Grund, weshalb diese Fragen. Und deswegen ist der Herr Kaul hier. Na, nur also, deswegen. Meine Herren, ich bitte, keine Ausführungen zu machen, ja, die nichts mit der Frage zu tun haben. Nächste Frage, bitte schön. Ich widerspreche auch, und zwar aus dem Grunde, weil diese Fragen etwas mit der Glaubwürdigkeit des Nebenkläges zu tun haben. Na, weiter, bitte schön. Sie erwarten nicht, Herr Präsident, dass ich auf diese Bemerkung... Bitte schön, die nächste Frage. Haben Sie, Herr Zeuge, Anweisung gegeben, dass das Buna-Werk in Auschwitz bevorzugt mit Konzentrationsarbeitskräften zu versorgen ist? Widerspruch. Haben Sie die Anweisung gegeben, dass das Buna-Werk in Auschwitz bevorzugt mit Konzentrationsarbeitskräften, mit Arbeitskräften aus dem Konzentrationslager beschickt werden zu versorgen ist oder zu versorgen war? In der Eigenschaft des Herrn Zeugen als GB-Chem, also als Generalbevollmächtigter für die chemischen Sonderfragen des Führers. Als Generalbevollmächtigter für Sonderfragen der chemischen Erzeugung. Chemischen Erzeugung im Rahmen des Vierjahresplans. Nächste Frage. So, da wird widersprochen von Seiten des Rechtsanwalts Dr. Laternse und Dr. Stolding II. Missbrauch des Fragerechts zu anderen Zwecken. Das gibt es also nicht im Gesetz, ja, nicht zur Sache als gehörig. Nicht zur Sache gehörig. Darf ich mir in dem Zusammenhang eine Anregung erlauben? Ja. Nach dem Kommentar ist ja dann in diesem Zusammenhang nach dem Reichsgericht die Möglichkeit gegeben, diesem fragenden Prozessbeteiligten aufzugeben, von dem Herrn Vorsitzenden, seine Fragen zunächst alle mitzuteilen, sodass dann der Herr Vorsitzende, ohne dass es eines jeweiligen Widerspruchs durch einen oder andere Verteidiger bedarf, generell, eventuell das Gericht darüber entscheiden kann, ob diese Fragen zugelassen werden oder nicht,
Durch diese Prozedur könnte das Verfahren wesentlich verkürzt werden. Herr Rechtsanwalt Dr. Steiger, Sie haben recht, aber ich muss ja die Fragen auch erst einmal kennenlernen. Das ist richtig, aber ich dass meine... Dass er sie im Zusammenhang... Dass die Fragen... Ja, schriftlich kann er sie jetzt nicht stellen, weil er keine Möglichkeit hat. Aber insofern wollen wir verbleiben. Herr Rechtsanwalt Kaul wird jetzt zunächst einmal die Fragen alle stellen. Und wenn sie gestellt sind, können entsprechende Widersprüche eingelegt werden. Und dann werden wir entscheiden. An sich, Herr Präsident, entspricht es ja der prozessualen Üblichkeit, nach jeder Frage bereits die Entscheidung zu treffen. Wenn ich darauf nicht beharrt habe, dann einzig und allein aus dem Grunde, um die Zügigkeit der Verhandlung nicht zu unterbrechen. Alle anderen Maßnahmen, Anregungen, Anträge sind in ihrer Zweckbedeutung so klar, dass ich mich darüber nicht mehr auszulassen kann. Also der Standpunkt bitte schön ist falsch, der eben vorgetragen worden ist, rechtlich falsch. Es ist Sache des Vorsitzenden zu entscheiden, wann er über einen Widerspruch entscheidet. Und dann ist es Sache des Gerichts zu entscheiden, ob die Entscheidung des Vorsitzenden gebilligt wird oder nicht. Nun also gehen wir weiter. Weiter, bitteschön. Das weiß allerdings ein Student im zweiten Semester, glaube ich. Was Sie aber jetzt noch nicht. Meine Herren, also ich bitte hier gegenseitige Gegenseitig bestimmt nicht, Herr Präsident. So unterlassen und die nächste Frage zu stellen. Herr Zeuge, haben Sie an der 43. Sitzung der zentralen Planung vom 2. Juli 1943 teilgenommen? Widerspruch. Haben Sie, Sie brauchen keinen Widerspruch einzulegen. Es wird jetzt zunächst werden alle Fragen gestellt und bevor sie beantwortet werden, können Sie Ihren Widerspruch einlegen. Haben Sie das mitbekommen, Herr Helm? Vom 2. Juli 1943. Vom 2. Juli 1943 teilgenommen. Teilgenommen. Nächste Frage, bitte. Haben Sie Kenntnis davon, dass auf dieser Sitzung der zentralen Planung ein Beschluss gefasst wurde, dass das Buna-Lager Auschwitz bevorzugt mit Konzentrationsarbeitskräften zu versorgen ist? Herr Zeuge. Moment, kleinen Moment. Sind Sie mitgekommen? Ja. Ja? Ja. Weiter, bitte. Sie sagten auf die Frage des Herrn Präsidenten, die Sie beantwortet haben, dass Monowitz der Kommandantur des Hauptlagers unterstellt ist. Auf die weitere Frage sagten Sie, das ist eine Vermutung. Sie hätten keinerlei Anhaltspunkte dafür. Darf ich in diesem Zusammenhang die Frage an Sie richten, mit wem denn über die Beschickung der Arbeitskräfte verhandelt wurde? Mit wem? Von Seiten der IG Farbenindustrie? Jawohl. Oder von Seiten der IG Farbenindustrie wegen der Beschickung des Buna-Werks mit Arbeitskräften aus den Konzentrationslagern verhandelt worden sei. Haben Sie A. selbst verhandelt, sodass Sie aus eigenem Wissen Anhaltspunkte für die Unterstellung haben? Haben Sie Anweisungen gegeben, dass ein Dritter verhandelt hat? Oder hat ohne Ihre Anweisung ein Dritter verhandelt? Wenn ja, sind Ihnen über diese Verhandlungen Berichte zugegangen? Haben Sie alles mitbekommen? Weiter. Herr Zeuge, Sie haben auf die Frage des Herrn Präsidenten, dass Ihnen von Aussonderungen von Häftlingen nichts bekannt ist, beziehungsweise dass solche Aussonderungen nicht vorgekommen sind, erklärt, dass Ihnen nichts bekannt ist, beziehungsweise dass solche Aussonderungen nicht vorgekommen Nein, Herr Rechtsanwalt Dr. Kaul, der Vorhalt stimmt nicht. Ich habe den Zeugen gefragt, ob ihm bekannt gewesen ist, dass derartige Aussonderungen auf Befehl des Angeklagten Mulka und Höcker vorgenommen worden sind. Genau wie es Ihrem Beweisantrag auch drinsteht. Diese Frage habe ich gestellt und daraufhin hat er gesagt, nein, das weiß ich nicht. Deswegen frage ich ihn, ob ihm bekannt ist, ob überhaupt Aussonderungen vorgenommen worden sind. Also, ob dem Zeugen bekannt ist, bitte? Diese Frage, die würde ich zulassen,
Falls... ich widerspreche. Er widerspricht auch, so. Also, und frage, ob dem Zeugen bekannt geworden ist, ob Selektionen bezüglich der nicht mehr arbeitsfähigen Häftlinge, jawohl, die bei dem Buna-Werk beschäftigt waren, vorgenommen worden seien. Er hat gesagt, es war Sache der SS. Ich weiß es nicht, ob solche Selektionen vorgenommen worden sind. Das war aber Sache der SS. Das ja, gesagt, das stimmt. Ja, Entschuldigung. Ich widerspreche auch. Ich habe dann gesagt, dass leichtere Fälle in die Ambulanz kamen und schwere Fälle nach, in der Stammlage zur Operation. Das war die wörtliche Aussage des Zeugen. Dann sind wir also genau dort, wo ich begonnen habe zu fragen. Ich hatte nämlich gefragt, vorher den Vorhalt gemacht, Sie hatten auf die Frage des Herrn Präsidenten, Herr Zeuge, erklärt, es ist Ihnen nichts bekannt von Aussonderungen. Daraufhin, Herr Präsident, haben Sie mich unterbrochen und haben gesagt, nein, dieser Vorhalt stimmt nicht. Ich habe ihn nur gefragt, ob die Aussonderungen vom Angeklagten Mulke oder Höcker gemacht wurden. Jawohl. Ich bin auf diese Anregung eingegangen, obwohl ich der Überzeugung Zweifel hatte, ob das so verlaufen war. Und habe meinen Vorhalt danach gerichtet. Daraufhin kommt der Hinweis, dass dieser Vorhalt nicht stimmt. Um das Ganze abzukürzen, bitte ich dem Zeugen, wie auch im Beweisbeschluss als Thema Nummer 3 festgelegt. Beweisantrag. In dem Beweisantrag. Ich nehme an, Herr Präsident, und ich konnte nichts anderes annehmen, dass aufgrund dieses Antrages nach Ladung der Zeugen der Beschluss ergangen ist, die Zeugen zu diesen Beweisthemen zu hören. Wir haben ja keinen Zivilprozess. Im Strafprozess wird einfach beschlossen, den Zeugen zu hören. Und dann ist er über alles zu hören, was überhaupt den... Was er weiß. Richtig. Was er weiß. Soweit, also, soweit. Bedeutung für den Rechtsstreit. Darum dreht es. Jawohl. Ja. Da sind wir wieder einmal einig. Ja. Ich bitte Sie handeln nur nicht danach. Ich bitte dem Herrn Zeugen, den Wochenbericht 9091 für die Zeit vom 8. Februar bis 21. Februar 1943 vorzuhalten. Da heißt es zum 10.2. Besuch des Obersturmbannführers Maurer. Es wurde über die zahlenmäßige Verstärkung, das ist der Wochenbericht der IG Farben, der ausweislich des Verteilers auch an den Herrn Zeugen geht. Ja, mir ist der Wochenbericht nicht bekannt. Es wurde daher beschlossen, den gesamten Einsatz. Weiter sagte Obersturmbannführer Maurer zu, dass alle schwachen Häftlinge abgeschoben werden können, sodass die Gewehr für eine fast volle Leistung verglichen mit einem deutschen Hilfsarbeiter herausgeholt werden Moment, kann. Haben Sie den Wochenbericht seinerzeit überreicht mit Ihren Urkunden? Jawohl, wir haben den Wochenbericht überreicht. Ist das die Urkunde Nummer 11? Die Urkunde Nummer 11. Und da steht dort zu Ziffer? Das steht dort zu Ziffer zum 10.2. Zum 10.2. Letzter Satz. Weiter sagte Obersturmbannführer Maurer zu. Weiter sagte Obersturmbannführer Maurer zu. Wenn überhaupt das ganze 10.2. Dass alle schwachen Häftlinge abgeschoben werden können, sodass die Gewehr für eine fast volle Leistung verglichen mit einem deutschen Hilfsarbeiter herausgeholt werden kann. Ja. Und was wollen Sie nun aus diesem Wochenbericht schließen? Nun, was bedeutet das Abschieben, möchte ich gerne von dem Herrn Zeugen wissen. Wenn er sagt, es wurde nicht ausgesondert. Er hat doch auf, Herr Präsident, daher hatte ich doch vorher den Vorhalt gemacht. Er hat Ihre Frage zunächst erklärt, er weiß nichts von Aussonderungen und Absonderungen. Und nunmehr halte ich ihm den Wochenbericht vor, aus dem sich ergibt, dass das sogar mit der SS abgesprochen wurde, dass diese Häftlinge abgeschoben werden sollten. Und nun frage ich, wie diese seine Antwort auf Ihre Frage in Einklang zu bringen ist mit dieser sogar schriftlichen Mitteilung, die allerdings, das gebe ich zu, oben, sie ist das zur Geheimhaltung verpflichtet, ins Geheimhaltungsvermerk. Ja, zunächst, Herr Rechtsanwalt, sagten Sie doch eben, dass in dem Verteiler der Name Krauch drin stünde. Ja. Dann würde ich mich mal interessieren, wo das steht. In meiner Ausgabe steht das nicht. Ich bitte um Entschuldigung. Beim Dokument 11 ist das tatsächlich nicht der Fall. Aha. Bitte das zu entschuldigen. Also wollen Sie trotzdem diese Fragen stellen? Ja, sicherlich, weil ich gerne wissen möchte, ob die Wochenberichte dem Generalbevollmächtigten für die Sonderfragen zur chemischen Erzeugung zugingen. Wenn ja, ob er davon Kenntnis genommen hat. Wenn dann ja, wie er es in Einklang bringt, zu erklären auf Ihre Frage,
dass ihm davon nichts bekannt ist oder beziehungsweise, dass das nicht geschehen ist. Also, Herr Hüllen, wollen Sie aufschreiben? Die Frage lautet, erstens, ob dem Zeugen der Wochenbericht 90-91 für die Zeit vom 8.2. bis 21.2.43 bekannt gewesen ist. So. Zweitens, oder B, ob er von den für den 10.2. aufgeführten Umständen, insbesondere von der Möglichkeit der Abschiebung schwacher Häftlinge unterrichtet gewesen ist. Und drittens, ob er von den Selektionen Kenntnis hatte, die zur Grundlage der Abschiebung gemacht worden oder vorgenommen worden sind. So. Ohne jede Bedeutung für die Entscheidung. Ja, Moment, Herr Rechtsanwalt. Ich habe doch angeordnet, dass der Dr. Kaul zunächst seine Fragen stellt. Und wenn sie gestellt sind, ist Ihnen die Möglichkeit gegeben, zu widersprechen. Sie werden nicht eher beantwortet, bis Ihnen die Möglichkeit des Widerspruchs gegeben ist. Wir wollen von dieser Möglichkeit der Abkürzung Gebrauch machen. Ja, Herr Dr. Kaul. Ich habe keine weiteren Fragen. Keine Fragen, weiteren Fragen. So, nun mehr also, Herr Rechtsanwalt Dr. Gegen alle diese Fragen Widerspruch, weil sie keinerlei Bedeutung für die Entscheidung dieses Verfahrens haben. Mehr brauche ich nicht dazu zu sagen. Herr Dr. Absicht, weshalb sie gestellt werden, ist ja klar. Ich schließe mich dieser Erklärung voll inhaltlich an. Ja. Also Moment, das ist alles. Rechtsanwalt Dr. Laternse, Dr. Stolling 2, Rechtsanwalt Naumann, Rechtsanwalt Erhard, Rechtsanwalt Dr. Steiger, Rechtsanwalt Joschko, Rechtsanwalt Steinacker, Rechtsanwalt Dr. Aschenauer, Rechtsanwalt Göllner schließen sich diesen Widersprüchen an und auch der für die Widersprüche abgegebenen Erklärung des Rechtsanwalts Dr. Laternse. Herr Vorsitzender, ich bitte in diesem Zusammenhang bei der Beratung doch noch mal zu überprüfen, ob nicht gegen eine solch missbräuchliche Ausübung des Fragerechts irgendeine prozessleitende Verfügung des Gerichts, des Herrn Vorsitzenden oder des Gerichts erfolgen kann. Ja. Nach meiner Meinung trifft 241, ich bin mir im Klaren, dass man nicht etwa eine ausdehnende Auslegung einer solchen Bestimmung vornehmen kann, aber gegen die missbräuchliche Ausübung eines an sich zustehenden Rechts ist ja in jedem Fall, gleich ob im Strafprozess oder im Zivilprozess, ein Mittel gegeben. Denn eine missbräuchliche Ausübung ist nicht gestattet. Ja, Herr Eisenwald, aber nun einmal, gestatten Sie ein Wort? Na, bitteschön. Weil hier fortgesetzt vom Missbrauch geredet wird. Ich wiederhole, dass diese Fragen von wesentlichster Bedeutung sind für die Aufklärung der Schuldvorgänge, die wir uns hier zu unterziehen haben. Und ich weise, soweit das überhaupt erforderlich ist, diese ganzen Darlegungen, die ausschließlich von einem Zwecke getragen werden, mit aller Energie zurück. Es drängt sich geradezu die Frage auf, ob hier der Auftrag erteilt wurde, die IG Farben zu verteidigen, anstatt die Angeklagten. Wenn hier jemand einen Auftrag hat, dann wohl Herr Kaul, und zwar von der SED-Regierung. Jawohl. Meine Herren, ich bitte, weitere Diskussionen über diese Frage zu unterlassen. Herr Straßenbart. Gestatten Sie bitte, dass ich noch kurz etwas ausführe, ehe der Beschluss verkündet wird. Sie hatten vorhin das Buch von dem Krankenbau in Monowitz zur Hand. Ja. Und hatten anlässlich dieses Buches, wenn ich Sie recht verstanden habe, bemerkt, es seien da nur ein paar Eintragungen zu sehen, die Überstellungen oder Verlegungen nach Birkenau bzw. nach Auschwitz beinhalten. Ja. Da möglicherweise bei der Beschlussfassung Überlegungen hinsichtlich der Überstellungen und der Selektionen aus Monowitz eine Rolle gespielt haben, möchte ich zu diesem Krankenbuch Folgendes ausführen. Die Eintragungen in diesem Krankenbuch, das ja nur eine bestimmte Zeit umfasst, sind so vorgenommen worden, dass täglich eingetragen wurde, der Reihe nach, wer in den Krankenbau hineinkam. Und dann wurde hinten vermerkt, das Datum der Entlassung
des Todes oder nach Auschwitz bzw. nach Birkenau. Wenn man nun diese Eintragungen, die sich auf einer Seite natürlich verhältnismäßig selten finden, aber insgesamt datenmäßig addiert, dann kommt man genau auf, zumindest in, bei den größeren Selektionen, auch genau auf die größeren Selektionen. Das sind nach einer Aufschlüsselung im Jahre 1944 im Krankenbau mindestens 300, im Januar 1944 mindestens 300 Leute. Wir besitzen aber über dieses Krankenbuch eine im Häftlingskrankenbau in Monowitz geführte statistische Aufstellung, die sich von dem Jahr 1942 bis zum Dezember 1944 erstreckt. Sie hat jetzt hier im Prozess keine Rolle mehr gespielt, hätte aber eine Rolle gespielt im Verfahren gegen Neubert. Und aus dieser Statistik ergibt sich einmal die Lagerstärke, der Krankenstand, die Ambulanz, die Toten im Lager, die Toten im Häftlingskrankenbau und die Verlegungen. Und aus der Statistik über die Verlegungen, aus der Kurve über die Verlegungen, ergeben sich ganz klar und einschneidend, wann die jeweiligen Selektionen stattgefunden haben, wobei natürlich auch zu berücksichtigen ist, dass nicht nur im Häftlingskrankenbau, sondern auch im Lager selbst in Monowitz, wie uns auch schon Zeugen gesagt haben, Selektionen stattgefunden haben. Ich werde in diesem Zusammenhang nachher noch eine Frage an den Zeugen haben, aber ich wollte das nur ausführen, falls diese Fragen bei der Beschlussfassung über die Zulassung der Fragen irgendeine Rolle gespielt haben. Nein, haben keine Rolle. Herr Präsident, darf ich anschließend nur Folgendes erklären? Nachdem das Krankenbuch tatsächlich nun zum Gegenstand der Verhandlung gemacht wurde, behalte ich mir vor, eine Erklärung dazu abzugeben. Ich wollte jetzt nicht die Verhandlung damit belasten. Ja. Meine Herren, im Übrigen befinden sich ja bei den Dokumenten des Nürnberger Prozesses auch Dokumente des Zeugen Dürrfeld, Nummer 1441. Da sind Aufstellungen vorhanden über die Anzahl der Eingelieferten, der entlassen, gestorben nach Auschwitz, nach Birkenau und als Kranke eingewiesenen Leute. Das sind also die Zahlen, Herr Staatsanwalt, die Sie eben genannt haben, auch aufgestellt, allerdings nicht gegliedert. Doch nach einzelnen Monaten sind sie gegliedert. Die Gesamtsumme, die hier zum Beispiel in diesem Dokument genannt ist, von Juli 43 bis Juni 44, also innerhalb eines Jahres, waren es 15.684 Kranke, von denen entlassen worden sind 12.311, gestorben sind 765, nach Auschwitz sind überstellt worden oder verlegt worden, das weiß ich, geht hier draußen nicht davor, 1116, nach Birkenau 1397 und andere Verlegungen 46 und 48. Also sodass hieraus hervorgeht, dass von 15.600 nach Birkenau 1397 verlegt oder überstellt wurden, also noch nicht 10%. Aus dem Lager, genau. So, nun wird folgender Beschluss verkündet. Erstens, von den von dem Nebenklägervertreter Rechtsanwalt Dr. Kaul gestellten Fragen, denen von Seiten der Verteidigung widersprochen wurde, werden folgende Fragen zugelassen. Erstens, ist Ihnen bekannt, dass überhaupt Aussonderungen, die nicht von nicht mehr arbeitsfähigen Häftlingen, die bei dem Brunawerk beschäftigt gewesen sind, erfolgt sind? Zweitens, ist Ihnen der Wochenbericht Nummer 90-91 vom 8.2. bis 21.2.1941 bekannt gewesen? Drittens, sind Sie von den für den 10.2. aufgeführten Umständen, insbesondere von der Möglichkeit der Abschiebung schwächlicher Häftlinge, unterrichtet gewesen? Viertens, hatten Sie von Abschiebungen Kenntnis, die zur Grundlage von Selektionen gemacht worden sind?
die übrigen von dem Vertreter der Nebenklage gestellten Fragen, denen von Seiten der Verteidigung widersprochen wurde, werden zurückgewiesen, da sie nicht zur Sache gehören und auch nicht zur Überprüfung der Glaubwürdigkeit des Zeugen dienen. Ja, bei dieser Gelegenheit, Herr Oesmann, Dr. Kaul, wollte ich Folgendes klargestellt haben. Sie haben unter anderem eine Frage gestellt. Mit wem ist von Seiten der IG Farbenindustrie wegen der Versorgung der Häftlinge in dem Buna-Werk verhandelt worden? Darf ich das begründen, Herr Präsident? Nein, nicht, Sie sollen nicht begründen, sondern die Frage ist uns nicht klar geworden. Sie haben geschrieben, mit wem ist von Seiten der IG verhandelt worden? Wollten Sie damit sagen, wer hat auf Seiten der IG verhandelt? Oder wollten Sie sagen, wer hat auf Seiten der SS verhandelt? Beides wollte ich. Denn die Untergliederung, die Sie dieser Frage gegeben haben, die deutet darauf hin, dass Ihnen in erster Linie es darauf ankam, zu wissen, wer auf Seiten der IG verhandelt hat, nämlich der Zeuge selbst oder ein Beauftragter des Zeugen oder ob er Kenntnis davon gehabt hat. Weil ich es in sein feststellen wollte, ob er es weiß. Eben. Und zwar und einfach aus dem Grunde, um dann weiterhin festzustellen, derjenige, der verhandelt hat, war ja auch zuständig dann für Monowitz von der SS verhandelt hat. Und ob insoweit die Kommandantur des Stammlagers betroffen wurde. Das war schon der Grund. Ja, aber da man logischerweise hier keine logische Fragenreihe aufbauen konnte, ja, soweit also das möglich war. Uns kam es nur darauf an, ob die Frage, mit wem ist von Seiten der IG verhandelt worden, ob das mit wem bedeuten sollte, nämlich mit wem auf Seiten der SS. Auch natürlich. Das wollten Sie auch haben. Also diese Frage, die wird zugelassen, weil uns das wichtig erscheint, zu wissen, wer auf Seiten der SS, unter Umständen könnten es ja unter Umständen der gleiche Grund die Adjutanten gewesen sein, richtig, oder sonst wer nicht. Der also, gleiche Grund war für mich maßgebend, diese Frage, wie auch im Übrigen alle anderen, zu stellen. Weil wir haben aus der Untergliederung der Frage entnommen, dass Sie hier gemeint hätten, wer auf Seiten der IG verhandelt hätte. Aber wenn das so gemeint ist, dann soll diese Frage auch noch zugelassen werden. Da schreiben Sie dann als dritte Nummer hinein, sowie die Frage, von wem mit wem, nicht von wem, mit wem auf Seiten der SS ist von der IG Farbenindustrie wegen der Versorgung des Buna-Werkes mit KZ-Häftlingen verhandelt worden. Darf ich mir dazu noch eine Bemerkung gestatten, Herr Präsident? Ja. Natürlich ist es in dem Zusammenhang aus dem gleichen Grunde allein interessant, auch zu wissen, wenn es nicht der Herr Zeuge gewesen ist, wer mit der SS verhandelt hat, um dann feststellen zu können, ob der Betreffende weiß, dass die beiden Angeklagten davon betroffen worden sind. Ja, also wir wollen jetzt zunächst mal die Fragen stellen, die hier zugelassen worden sind. Also die erste Frage war, ob Ihnen etwas davon bekannt geworden ist, dass arbeitsunfähige Häftlinge ausgesondert worden sind. Nein, nicht bekannt. Nicht bekannt. Ist Ihnen der Bericht, der Wochenbericht, von dem vorhin die Rede war, für die Woche vom 8.2. bis zum 21.2.43 bekannt geworden und insbesondere der Bericht über das Datum vom 10.2.1943. Ja? Der Wochenbericht war mir nicht bekannt. Der war Ihnen nicht bekannt. Nächste Frage. Ist Ihnen etwas davon bekannt geworden, dass dass abgeschobene Häftlinge selektiert, das heißt ausgesondert wurden zum Zwecke ihrer Vernichtung? Nicht bekannt. Nicht bekannt. Und jetzt wäre noch zu fragen, die letzte zugelassene Frage. Ist Ihnen bekannt, wer auf Seiten der SS mit der IG verhandelt hat über die Beschickung und Versorgung des Buna-Werkes mit KZ-Häftlingen? Das ist mir bekannt durch die Nürnberger Beweisführung vom Nürnberger Gericht.
Das waren die wohl Dürrfeld-Bütefisch, nicht wahr? Mit der zuständigen Behörde von der SS, das war der General Wolf. Der General Wolf? Jawohl. Also, dass in Auschwitz selbst verhandelt worden ist, wissen Sie davon etwas? Nein. Und mit wem eventuell dort verhandelt worden ist, da wissen Sie nichts davon. Es kann nur die Lacherleitung gewesen sein, also ich meine die Buna-Leitung. Aber das ist nur eine Schlussfolgerung Ihrerseits. Jawohl. Sie wissen Positives nichts Nein. davon. Es sind nunmehr keine Fragen mehr zu stellen, oder doch, Herr Staatsanwalt? Herr Zeuge, wann haben Sie Monowitz besucht? Das war im Sommer 1943. Ich habe Monowitz nicht besucht, sondern ich habe das Buna-Werk besucht. Ja, das meine ich damit. Können Sie sich noch erinnern, in welchem Monat das war? Es kann Juli gewesen sein, aber das kann ich nicht beschwören. Ja, es war jedenfalls ein heißer Sommertag. Ja, danke. 43. Ja, danke. Falls keine weiteren Fragen sind, hätte ich noch eine Frage in Gegenwart des Zeugen an den Angeklagten Mulka. Bitte schön. Sie haben bei Ihrer Einlassung zur Sache erklärt, dass Sie mit den Herren der IG zu verhandeln gehabt hätten. Welche Herren waren das, aus welchem Anlass und worüber bezogen sich die Verhandlungen? Wie ist das? Haben Sie mit den Herren der IG verhandelt wegen des Buna-Werks? Nein. Sie haben aber doch, wie der Herr Staatsanwalt eben sagt, bei Ihrer Einlassung zur Sache erklärt, Sie hätten als Wirtschaftsführer oder Direktor der Wirtschaftsbetriebe, hätten Sie auch verhandelt mit den Herren der IG? Nein. Das haben Sie nicht erklärt? Nein. Das ist also die nun wirklich die reine Unwahrheit, die der Angeklagte Mulga hier sagt. Er hat sich bei der Einlassung zur Sache dahingehend eingelassen, dass er gesagt hat, ich hatte mit dem Lagerbetrieb, insbesondere mit dem Schutzhaftlager, nichts zu tun. Und es ist dann auch von seiner Seite die Bemerkung gefallen, dass er mit der IG, mit den Herren der IG zu verhandeln hatte. Das ist im Übrigen auch in der Presse ausführlich wiedergegeben worden. Herr Mulka, Sie haben bei Ihrer Vernehmung hier vor Gericht gesagt, in meiner Aufgabe als Adjutant wurde ich von meinem Vorgänger eingewiesen. Meine Aufgaben bestanden in der Bearbeitung der 1A-Sachen und so weiter, Beförderung für Truppenangelegenheiten, Empfang von Besuchen. Und da haben Sie damals wörtlich gesagt, von der IG Farben und so weiter. Haben Sie hier gesagt? Bei einer gesellschaftlichen Veranstaltung habe ich unter anderem auch einmal den Dr. Dürrfeld kennengelernt. Aber ich habe niemals irgendeine Besprechung über Einsatz von Häftlingen geführt. Ja, das haben Sie also hier auch hat er auch bei seiner Einlassung hier nicht gesagt, in der Hauptverhandlung. Ja, dann nehmen Sie bitte wieder Platz. Und das entspricht völlig der Wahrheit. Und wenn der Herr Staatsanwalt anderer Ansicht ist, dann kann ich ihm nicht helfen. Auf Ihre Hilfe würde ich notfalls verzichten, Herr Mulga. Aber ich möchte nochmals feststellen, dass Sie auf meine Frage unwahr geantwortet haben. Denn der Herr Vorsitzende hat es Ihnen ja vorgehalten, dass Sie es gesagt haben, dass Sie mit der IG zusammen... Das ist doch nicht richtig, Herr Präsident. Das ist doch ein großer Unterschied zwischen dem, was der Herr Staatsanwalt dem Angeklagten vorgehalten hat und dem, was Sie eben aus Ihren Notizen festgestellt haben. Ich bitte doch, das eindeutig hier festzuhalten. Ja, also eine gewisse Differenz ist ohne weiteres.